Das war also sehr diszipliniert hier vorne, einmal frei. Achtung! Oh, Flamur. Da konnte ich nichts machen. Kein Problem, ich bin da. Pass mal so. Dein Heck beschädigt meine Front. Ja, wir fahren mal in den Box. Na, deine Flügel. Oh. Oh. Matze. Oh, oh, oh. Frontflügel weg, Flamur. Es ist sehr unklug, auf der IA-Linie zu fahren, Mann. Na mal hin, ich kann ja mal alles mal wechseln jetzt. Wo ist ein Iceman gelandet? Ist immer noch da. Aber in Schleichfahrt da vorne, was ist denn los hier? So, dann wechseln wir mal alles. Aber wenn ich das richtig sehe, sind noch alle im Rennen, ne? Oder nicht? Ich spiele es raus. Jo, also, das war's. Dame hat keinen Bock mehr? Nee, zum einen waren es mehrere Kollisionen. Beim ersten wurde ich nach dem Start umgedreht, das war nicht meine Schuld. Beim zweiten Mal ist mir jetzt bin ich im Miraculous. Luisa, ich unterhalte mich hier gerade. Zum anderen bin ich im Miraculous gerade hinter reingefahren, weil der vor den Bergab-S-Kurven einfach mal die Bremse reingehauen hat. Lustigerweise genau in dem Moment, wie man gerade nicht zwischen die Beine getreten hat. Weil sie der Meinung war, dass sie muss sich anders hinsetzen, hat sich den Ellbogen einer ungünstigen Stelle abgestützt. In die Eier wahrscheinlich. Ja. Aber wie gesagt, ich hätte den Bremspunkt so oder so nicht mehr hinter Miraculous geschafft. Also wieso er so gebremst hat, weiß ich nicht. Nur so hochgehen, ich weiß nicht, entschuldigen. Und wie gesagt, ich wieder mal raus. Dann schönen Abend. Jo. Jo. Tschüss. Jo. User left your channel. Ganz links mal so. So, jetzt beginnt die Aufholjagd. Und vor allem schnellen SS. Thank you.
Kann mir mal einer erklären, warum ich mit Atom in einer Box bin? Das passiert manchmal. Hast du Boxenstopp angekündigt? Ja, natürlich. Dann er vielleicht nicht. Ja, super. Kann ich noch eine ganze Runde so rumfahren? Ich hab Zeit verloren ohne Ende. Ach, das ist doch scheiße. Ah, jetzt will man den Hinterreifen zu warm. Jetzt habe ich einmal nach da vorne gespottet und da gibt's da direkt Gas. Was sagst du noch, Wolle? Du gibst zu viel Gas. Wo? Oh. Der Blade Runner. Super, schon zwei Runden Rückstand, juhu. Ist ja, so ging's mir am Mittwoch. Hätte ich kotzen können. Aber habe ich selber verkackt, ja. Ja, damit das ganze Rennen gelaufen. Thank you.
Okay. Schade. Keine Ahnung. Wieder dieser BVB-Typ. Ja. Iceman hat er auch ziemlich aufgehalten. Der hat erwischt, ne? Die ganze Arbeit dahin. Sind Schwitzen ja, meine Güte. Na, wie läuft der Abend jetzt? Vor allem die letzten Liter, was wir sehen, geht extrem lang. Wahnsinn! Ik heb geen lamp op iemand. Nee. Maar dat maar aan. Maar goed. Een pil sneller wie hier op hoorde. Nee. Achtung, kijk. Flamour. Ja. Im Endeffekt nur ein ganz kleines bisschen an Sprit fehlt für noch eine Runde. Ja. Wer hat mir den Namen geschrieben? Hallo!
Puh, no body. Was denn? Shit, Rabore. Ja, super. Ja, damit wäre der Sieg weg. Oi. Was hast du gemacht? Es kam jemand in der Fastlane an und der vor mir hat dann direkt im Boxenplatz vor mir angehalten und ich bin rausgefahren. Das war ich. Ja. Ja, der Box war frei bei mir. Bei dir auch? Wie meinst du das? Mit das blaue Leuchte wird das angegeben. Ja, aber ich wollte halt nicht rausfahren, um nicht mit dem in der Fastlane zu kollidieren. Ich hab nicht erwartet, dass du direkt den vor mir hast, den Boxenplatz. Ja, schön. Das Problem war halt, dass ich es mit einem Boxenstopp weniger geschafft hätte als Iceman und Nobody. Ja, genau. Von daher wäre der Sieg eigentlich fast schon sicher gewesen. Ja. Scheiße. Schade, Mann. So, einmal Sprit bitte. Hätte ich vielleicht doch einfach rausfahren sollen. Ich glaube, ich hätte es geschafft. Frontflügel liegt der Boxengasse. Ja, das wird meiner sein. Yeah, Überrundung. Ach verdammt. Was machst denn du da? Wir haben einen Boxenplatz. ja, das wird jetzt lustig. Okay, ich fliege. Aber nichts kaputt. Ey, das ärgert mich gerade so dermaßen. Hier muss man schön Schwung mitnehmen, das kriege ich aber nie hin. Ja. Jetzt 59 Runden mit gebrochener Aufhängung, das wird auch gut. Aufhängungsschaden hast du, oder was? Ja, Frontflügel war weg und Aufhängung krumm. Oh. Na schon. War super spannend wohl. Okay, durch den Boxenstopp habe ich schon mal 10 Sekunden gewonnen. Weiß jemand, wie lange ein Boxenstopp mit nur tanken dauert? Rund 50 Sekunden. Okay. Danke.
Also hier beim Anbremsen ist die einzige Stelle, wo ich aufhole auf dich. Ansonsten fährst du mir mal weg. Start zu, nobody? Ja. Und jetzt habe ich mir gerade den Schweiß abgewischt und das ist tierisch glitschig am Lenkrad. Holla! Das war knapp. Das war wirklich sehr knapp. Na, ich wollte aus der Dirty Air da einfach raus. Die Dirty Air kostet mir einfach mal 2 Sekunden pro Runde im Schnitt. Ui, ui, ui. Hochzug, Nobody. Deswegen bin ich da meistens langsamer. Augen zu und durch. Ja. So, die nächste Reihe der Boxenstopps beginnt auch gleich. Was du nach vorne? Für manche weniger.
Die Bombe ist geplatzt. Gab's viele Opfer? Nein. Haben wir uns berührt, Marcel? Geht gut, ja. Alles sitzt noch dran. Na, sorry, falls wir uns berührt haben. Sorry. Hallo. Alles noch dran? Ja, alles gut. Na, sonst ist scheiße. Fängt das Auto an wieder zu untersteuern. Oh. Vorne Box. Hör doch, wo der Winterfell. Nobody, bin unterwegs. Ah! Ja. Oh. Noch weiter weg. Unfall, schnelle links vom Ende zweiten Sektor. Hey, ja, 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 ja. Daniel und Roshi machen den langen Boxenstopp.
Aber 40 Sekunden. Top 5 innerhalb 5 Sekunden. Milz, ich bin wieder in der Box. Okay. Oh Mann. Hatten die Pylone eigentlich Ausgang Kurve 1 weggenagelt? Die stand schon in Runde 1 gar nicht. Wirklich? Dann sehe ich das jetzt erst. Ist mir gleich in Runde 1 aufgefallen und die vier vor mir haben nicht irgendwie was fliegen lassen. Moin der Herr. Der Herr, hä? Was? Bin wieder hinter Nobody. Das Ringel geht nach hinten. Alter, was macht denn da Dingsbums hier? Bernie? Ja, mit Champcars ist das bei den Überrundungen echt schwierig, weil die Unterschiede in den Bremszonen und so halt extrem sind. Ich glaube, ich müsste glaube ich auch noch mal einmal in die Box.
Schade, dass die Boxencrew nicht bei einem Boxenstopp die Hälfte von der Aufhängung reparieren kann und beim nächsten die andere. Entweder gar nicht. Ja, aber 50 Sekunden extra stehen, da habe ich auch nicht nochmal Bock drauf. War ja schon für 40 Sekunden extra drin. Okay, Bernie fährt natürlich mit viel, viel weniger Abtrieb. Daher aufpassen, Bernie ist sehr langsam. Egal. Roboter, so. Links, rechts. Ich bleib mal schön links. Aber ich sag mal, da ist keine Chance. Überall, aber nicht da. Und nochmal Schaden. Aber die Reifen lassen schon was nach. Ja. Also ich würde mal sagen, hinter mir herfahren könnte schwierig sein. Immer der Kuh. Ja, ich hab das, die Reifen, ich hab kein richtiges Vertrauen mehr. Wow.
Links. Jo, danke. Links. Also. Jo, danke. Risiko. Du sprichst Sport. Ja, bringt aber im Endeffekt nichts. Aber dadurch kriegt man mal ein bisschen Action rein. Oh, Achtung, gegen gerade, letzte gerade vor der Geraden. Vor Stadtsee meine ich. Schon mit den Schweiß aus dem Gesicht und fahr voll durchs Kiesbett. Und das sollte nicht sein. So, war nochmal gut gegangen. Pro-Tipp, mach's auf den Geraden. War auf den Geraden. Der Profi spricht. Dieses Untersteuern geht mir echt wirklich ein bisschen noch einen Keks. Du fährst doch jetzt schon so viel Flügel. Ja, aber trotzdem immer wieder untersteuern. Überlenkst du das Ding einfach, oder? Nö. Also, ich hoffe nicht. Thank you.
Nano, Bruder, war nicht gut. Was repariert denn der jetzt hier? Hattest du einen Aufhängungsschaden und hast es nicht bemerkt, oder was? Keine Ahnung, halt jetzt gar nicht aufgepasst. Naja, lasst euch Zeit. User disconnected from your channel. Ah, wir können doch weiterfahren. Jetzt gefühlt wieder. Ja, aber man leicht leer im Tank als Eismann. Durch den Bauchtank ist auch gut. Und in den Seitenkasten. Okay, Problem gefunden. Was? Zwischengas. Mhm. Flamma, du warst schon drin? Gerade ja. Gut. Wieder eine von den Betonwerbewanden mitgenommen. Ja, ich hab's gerade erwischt. Ich räuch ja gerade aus. Verdammt! Nein, mal in die schnellste Runde. Wie schnell war die? 34.0. Oh, meine schnellste ist 34.1.
Tschö. Ciao. Ciao.
Sind wir bald da. Wo denn? Im Ziel. Jetzt in die Box. Danke, Oshi. Dafür ist aber Karspruch. Nur bei dir irgendwie warst du für mich jetzt immer am falschen Ort zur falschen Zeit. Jo. Andersrum. Lob oder wieso bist du jetzt vor mir? Weiß ich nicht, was hast du gemacht? Ich bin da in der Runde zurück. Na, woher? War die noch vorhin vor irgendwie Reparatur? Ich weiß zwar nicht was, aber ich schätze mal, Aufhängung wird gewesen sein. So lang bist du gestanden? Ja, und dann habe ich zweimal in eine Runde mehr gefahren als du. Hinter mir sehe ich jetzt halt. Ja.
War es aber noch nicht nahe genug für blaue Flaggen, oder? Weil ich habe nämlich keine gehabt. Halt. Na? Ich habe einen kurzen Bremser gemacht. War glaube ich nicht knapp genug dran. Da wollte uns das jeder gerade erschrecken, wa? Jo! Ja.
schön. So, sorry und danke. Achtung, Eismann. Danke. Popcorn und Spritshot.
Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte mich jetzt eigentlich dann hängen, Nils 4, aber irgendwie bist du mir zu schnell. Verdammt, war der Mittelsektor schlecht. Das ist relativ, ich würde ihn jetzt nehmen. Ich würde deine Aufhängung nehmen. Woher willst du es wissen? Ich hab jetzt einfach mal angenommen, dass deine noch intakt ist. Gut, ist es tatsächlich, aber konntest du ja nicht wissen. Hab auf deine Fahrkünste vertraut.
Kurvenausgang beschleunigt, ja. Mann. Ja, nee. Verlust nicht noch. Verlust nicht noch. Thank you.
das war's dann wohl mit dem ersten. Das muss nicht sein. Doch. Hab das schon ausgerechnet, wie viel Vorsprung ich gebraucht. Nein, ich muss alles rein. Ah, schön, Iceman. Geh so weiter. Ja, du steht wer in meiner Box. Ja. Ich sehe es. Ja, Nils geht es aus Gruner. Das hat er geschickt eingefädelt. Bei den Jucher machen es gar nichts. Na, das siehst du dann nicht, wenn bei den anderen. Ah. Jo. Das ist aber ganz ärgerlich, ja. Hat der gesagt, dass alles klar ist beim Boxenstopp? Ja. Oh Mann. Na, egal, wenn es noch nicht rein. Naja, das ist zu weit weg, der Nils geht, da kann das jetzt spazieren trauen. Ja, das wäre auch nur eine Sache von irgendwie 5 bis 10 Sekunden geworden.
Ja, je rijdt achter me, Roshi. Ja. Ja, we moeten binnen dadelijk. We moeten pitten. Ja, de een stopt dadelijk. Een ronde achter. Ja. Eentje. Hoeveel ronden moeten we nog? 7. Ja, nog 100 liter moet ik tanken. Ja. Ja, je kunt minder tanken. Nummer 6 komt er voorbij nog. Bitte sehr.
Glückwunsch. Ja, danke. War ja am Ende ein bisschen geschenkt. Boah, der Sprit alle, das gibt's vorne hier. Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall danke Nobody und Eisman. Ich hab 10 Runden geschafft. Ja, das schaffte ich nicht.